Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Das hier wird der letzte Teil von meiner kleinen Pride and Prejudice Mini-Videoserie. Ich habe ja im ersten Video schon darüber gesprochen, warum ich Pride and Prejudice so liebe. Im zweiten Video habt ihr mich ja in einem Vlog begleiten können, in dem ich nicht nur Pride and Prejudice nochmal rereadet habe, sondern eben auch 7 verschiedene Adaptionen angeguckt habe. Und im heutigen Video möchte ich das Ganze noch ein bisschen abschließen, indem ich über diese 7 Adaptionen nochmal rede und die so ein bisschen versuche zu ranken und auch zu erläutern, welche Adaption ich für welche Zuschauer irgendwie geeignet finde. Und wenn ihr Interesse an Adaptionen von Pride and Prejudice habt, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt oder Fan seid, dann bleibt jetzt auf jeden Fall gerne dran, weil ich werde das versuchen, so ein bisschen zu erläutern, welche Adaption ich für welche Zielgruppe irgendwie gerechtfertigt finde. Ja, wie gesagt, ich möchte das gerne so ein bisschen ranken. Ich habe mir diese Adaption nochmal angeguckt, nochmal überlegt, wie gut mir welche Adaption wirklich gefallen hat. Da gab es verschiedene Kriterien, die ich jetzt beachtet habe. Ich habe beachtet, wie nah ist diese Adaption am Buch, wie gut sind die Charaktere umgesetzt, vor allem natürlich Lizzie und Darcy, aber halt auch alle anderen. Und aber auch, wie viel Spaß hatte ich einfach mit dieser Adaption. Und ja, ich habe das Ganze, wie gesagt, gerankt und ich fange an mit Platz Nummer 7, also der Adaption, die mir so am wenigsten gefallen hat, würde ich sagen. Und das ist Lost in Austin. Und ja, ich muss sagen, mir hat diese Adaption schon viel Spaß gemacht, aber ich habe eben auch viel Kritisches in dieser Adaption gesehen. Zunächst mal muss ich sagen, dass diese Adaption natürlich nicht besonders nah am Buch ist. Das ist aber auch einfach das Konzept von dieser Adaption. Es geht ja darum, dass Amanda die Protagonistin ist und eben nicht Lizzie Bennet. Und Amanda kommt aus unserer Welt und landet dann in der Welt von Pride and Prejudice. Und ja, dementsprechend würfelt sie dort auch alles durcheinander. Und natürlich nimmt die Story einen ganz anderen Verlauf. Und ich muss aber sagen, dass auch vieles nicht hätte sein müssen. Viele Entwicklungen fand ich einfach ja nicht so passend zum Buch und viele Charaktere waren auch einfach sehr, sehr stark verändert. Es gab auch so 1, 2 Geheimnisse, die enthüllt wurden, so unabhängig eigentlich von diesen ganzen Veränderungen, die mir persönlich nicht gefallen haben, weil sie eben auch nicht zu den Charakteren irgendwie passten. Es passte nicht zum eigentlichen Vibe, sag ich mal, der Story. Und ja, deswegen ist diese Adaption im Endeffekt nur auf Platz 7 gelandet. Obwohl es, wie gesagt, eigentlich Spaß gemacht hat und ich jetzt nicht diese Adaption schlecht reden möchte oder so. Und ja, wem würde ich diese Adaption empfehlen? Auf jeden Fall Fans von Pride and Prejudice, also Leuten, die schon mindestens irgendwie ein Buch oder eine andere Adaption oder so kennen, sich ein bisschen mit dem Stoff auskennen und vielleicht mal was anderes sehen möchten. Und ich würde es nicht unbedingt so als Einsteigerwerk irgendwie empfehlen, weil es eben, wie gesagt, so eine ganz andere Richtung nimmt und man zum Beispiel Lizzie als Protagonistin in dieser Reihe so gar nicht mitbekommt. Also die hat so eine ganz, ganz kleine Rolle, aber nicht wirklich irgendwie nennenswert und halt auch für mich irgendwie nicht so, wie Lizzie eigentlich normalerweise ist. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, eigentlich so ist das eher sowas für echte Fans von dem Buch oder von verschiedenen Adaptionen. Auf Platz Nummer 6 hat es dann geschafft, Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Und hierzu muss ich erwähnen, dass es ja wirklich jetzt ein Ranking ist, was sich auf Pride and Prejudice bezieht. Und diese Adaption ist eigentlich keine richtige Adaption. Es ist eigentlich nur inspiriert von im Speziellen Mr. Darcy und zwar im Speziellen Colin Firth, der Mr. Darcy in einer Adaption gespielt hat, die ich später noch erwähne. Und die Autorin Helen Fielding hat sich daraufhin diesen Mr. Darcy als Vorbild genommen und hat dann Schokolade zum Frühstück geschrieben und das Ganze wurde dann halt als Film adaptiert. Das ist eigentlich keine Adaption von Pride and Prejudice, sondern von Schokolade zum Frühstück, dem Roman. Und wie gesagt, das Ganze ist aber schon sehr inspiriert von Stolz und Vorurteil. Es gibt aber im Prinzip eigentlich nur die Kerngeschichte rund um Lizzie, Darcy. Es gibt im Prinzip noch Caroline und Wickham, wenn man so will. Und ansonsten, ja, die ganzen Geschwistern und Charlotte und Mr. Collins und so, die gibt es alle nicht. Es ist, wie gesagt, nur so diese Kernstory, die auch irgendwie ähnlich ist. Und deswegen ist das halt jetzt nur auf Platz 6 gelandet, weil ich halt ja hier
das Ganze im Hinblick auf Pride and Prejudice halt beurteile. Und da ist halt einfach diese Adaption nicht nah genug am Buch zum Beispiel, um einfach höher zu landen. Es ist eine Adaption, die sehr, sehr viel Spaß macht. Das ist, wie ich finde, eine der besten Rom-Coms. Und ja, ich kann diese Adaption oder diesen Film, sage ich mal, eigentlich jedem empfehlen, aber nicht, wenn ihr nach einer Pride and Prejudice-Adaption sucht, sondern einfach, wenn ihr Lust auf eine lustige romantische Komödie habt. Auf Platz Nummer 5 ist dann gelandet die 1980er-Version von BBC. Und diese Adaption hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Sie ist sehr, sehr nah am Buch. Das ist nämlich eine Miniserie. Das heißt, es gibt hier 5 Folgen, die jeweils so um die 55 Minuten etwa gehen. Und es ist halt sehr, sehr nah am Buch aufgrund von dieser Tatsache, weil man eben die Zeit hat, die Story richtig zu entwickeln. Man hat die Zeit, richtig, also alle wichtigen Szenen da drin aufzuführen. Es ist auch eine Adaption, die vom Wortlaut her sehr nah am Buch ist. Die Kostüme sind sehr nah an der Zeit, also wie man sich das so vorstellt. Und es ist eine an sich sehr, sehr originalgetreue Geschichte, Adaption meine ich. Aber der große Nachteil an dieser Geschichte, an dieser Adaption ist, tut mir leid, ist, dass diese Adaption leider für mich sehr, sehr kalt wirkt. Und das liegt vor allem daran, dass zum Beispiel wenig Musik eingesetzt wird. Und Musik transportiert ja irgendwie auch Emotionen und das fehlt dieser Adaption irgendwie. Sie ist für mich eine Adaption, die wirklich, wie gesagt, nah am Buch ist, aber die mich einfach nicht so sehr berührt. Und ja, ein weiterer Nachteil in dieser Adaption ist leider Mr. Darcy, der, würde ich fast sagen, von den Adaptionen hier so der schwächste Mr. Darcy ist. Der Mr. Darcy, dem irgendwie am wenigsten gefällt, der ist gerade am Anfang sehr, sehr steif, das ist natürlich auch richtig. Aber der hat auch so eine ganz komische Art zu reden, wie ich finde. Und das wirkt immer so, als würde er die Sachen auswendig gelernt haben. Also natürlich hat er sie auswendig gelernt, aber es wirkt halt nicht, es ist halt nicht gut geschauspielert, sondern es wirkt wirklich auswendig gelernt. Und ja, das sollte ein guter Schauspieler halt einfach können, dass das nicht so wirkt, als würde er nach Skript reden. Und ja, das ist halt irgendwie so das, warum mir diese Adaption leider nicht so gut gefällt. Es ist halt wirklich so die Adaption, zu der ich eigentlich so am wenigsten greife, wenn ich Pride and Prejudice so sehen möchte. Also vor allem, wenn ich halt eine richtig originalgetreue Pride and Prejudice Adaption sehen möchte. Und ja, wem würde ich diese Adaption empfehlen? Also ich würde es nicht als Einsteigerwerk sozusagen betrachten, obwohl es halt sehr umfangreich ist. Aufgrund von dieser emotionalen Kälte, sag ich mal, und weil halt auch Mr. Darcy jetzt nicht so swoon-worthy ist in dieser Adaption, würde ich das eigentlich nur richtigen Fans empfehlen, die vielleicht alle anderen Adaptionen schon kennen, so ungefähr, und einfach mal noch was anderes sehen wollen. Ja, aber ansonsten so, wie gesagt, Einsteigern würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen und eigentlich echt nur Leuten, die sich irgendwie auch so ein bisschen mit der Materie auskennen. Und die das vielleicht ein bisschen eher zu schätzen wissen, dass es halt so originalgetreu umgesetzt wurde. Mein Platz Nummer 4 ist eigentlich so das totale Gegenstück dazu, denn diese Adaption hat irgendwie so alle Vorteile, die die andere eben nicht hatte, und alle Nachteile, die die andere eben nicht hatte. Und zwar ist das die 2005er Hollywood-Version. Und diese Adaption ist jetzt nur auf Platz 4 bei mir gelandet. Das ist auch wieder so eine Adaption, die jetzt nicht zu meinen Favorites gehört. Ich habe das auch in meinem Vlog, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt. Es ist halt echt so das komplette Gegenstück zu der 1980er-Version, weil es eben großes Hollywood-Kino ist. Es ist ja viel mit Musik zum Beispiel, was Emotionen erzeugt. Es hat halt auch viele überdramatisierte Szenen. Zum Beispiel die Szene, so die Schlüsselszene in dem ganzen Buch, wird halt, ist normalerweise in einem Haus einfach nur, und in dieser Verfilmung mussten sie es halt draußen im Regen stattfinden lassen, und es ist mir persönlich etwas too much, weil das Buch auch diese Überdramatisierung nicht braucht. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall ein Publikum für diese Überdramatisierung gibt, und das sind halt vor allem so jüngere Leute. Und ja, jetzt kommen wir nochmal so zu den
Nachteilen, also zu den offensichtlichen Nachteilen. Das ist ja so ein Nachteil, ein Vorteil eigentlich, der mich aber so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen stört, aber den ich eigentlich nicht brauche. Aber jetzt zu den eigentlichen Nachteilen, und das ist, dass diese Adaption natürlich nur 2 Stunden geht, sag ich mal, und dementsprechend wurde natürlich auch vieles ein bisschen verkürzt dargestellt. Und es ist auch ja, vieles ein bisschen modernisiert worden. Der ganze Look wurde modernisiert. Das heißt, die ganzen Kostüme wurden ein bisschen angepasst an so das moderne Auge quasi. Und auch die Dialoge wurden halt nicht eins zu eins übernommen. Auch da wurde so ein bisschen geguckt, ja, wie ist es vielleicht ein bisschen angenehmer für das jüngere heutige Publikum. Und ja, das ist halt etwas, was mich persönlich stört, wo ich aber auch wieder denke, dass es viele Leute gibt, die einfach dann das richtige Zielpublikum dafür sind. Und ja, da komme ich jetzt auch schon direkt dazu, meine Güte. Für wen ist diese Adaption geeignet? Ich würde sagen, auf jeden Fall für jüngere Leute, die auf großes Hollywood-Kino stehen und halt das dann gerne mal sehen wollen. Eigentlich ist es egal, würde ich sagen, ob ihr das Buch kennt oder nicht. Also ich denke, dass diese Adaption einen vielleicht auch überzeugen könnte, das Buch mal zu lesen. Aber umgekehrt glaube ich auch, dass das eine Adaption ist, die ganz nett ist, wenn man das Buch schon kennt. Und ja, auch Fans werden vielleicht ihre Freude an dieser Adaption haben. Also so richtige Hardcore-Fans. Wobei die richtigen Hardcore-Fans kennen diese Adaption sowieso alle schon. Und ja. Das ist so mein Gedanke zu der 2005er Version. Auf Platz Nummer 3 ist quasi so eigentlich so die Überraschung von diesen Adaptionen, weil ich diese Adaption, bevor ich mit dieser Videoreihe gestartet habe, gar nicht selber auf dem Zettel hatte. Und dann kam es halt ganz spontan dazu, dass das Ganze online gestreamt wurde, und der Premieren-Stream war halt auch kostenlos. Und dann habe ich da ganz spontan zugeguckt. Das war genau an dem Wochenende, wo ich auch diese ganzen Adaptionen geguckt habe. Und zwar ist es das Musical Pride and Prejudice von Paul Gordon. Und ich sage extra dazu von Paul Gordon, weil es auch bei den Musicals unheimlich viele gibt. Ich habe das Gefühl, so alle 2 Jahre gibt es irgendwie ein Neues, was irgendwie aufgeführt wird. Und dieses Musical wurde in Amerika aufgeführt. Ich glaube, es war in Kalifornien. Und es gibt den Stream auch tatsächlich noch immer online zu sehen. Allerdings ist es mittlerweile kostenpflichtig. Ich verlinke euch gerne mal unten in der Infobox die Homepage, wenn ihr Interesse daran habt, das Musical von Pride and Prejudice zu gucken. Ja, dieses Musical ist jetzt bei mir auf Platz Nummer 3 gelandet, und das hat halt vor allem damit zu tun, dass es halt ein Musical ist. Es ist nochmal was Neues. Ich bin ja sowieso ein großer Musical-Fan und ich hatte wirklich viel, viel Spaß mit diesem Stück. Es ist jetzt nicht das allertollste Musical, also im Hinblick auf Musicals ist es jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich bin total geflasht davon. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Umsetzung von dem Stück. Die Kulisse und so ist relativ einfach gehalten, aber wie ich finde, sehr, sehr passend zum Stück. Die Darsteller fand ich auch sehr, sehr gut, bis auf Mr. Darcy. Auch da habe ich wieder so einen kleinen Kritikpunkt, denn Mr. Darcy war an sich eigentlich ganz gut, also vor allem am Anfang war er gut. Am Ende, dieser Wandel von seinem Charakter, den hat er irgendwie nicht so gut dargestellt, weil der wurde auf einmal so ein bisschen hampel, also nicht richtig hampelig, aber der war auf einmal so, und das passte halt einfach nicht zu Mr. Darcy, und das hätte der irgendwie ein bisschen anders darstellen können, wie ich finde. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich insgesamt mit den ganzen Darstellern und so recht zufrieden war und recht glücklich damit war, wie das umgesetzt wurde. Ach nee, eine Sache habe ich noch zu bemängeln. Mr. Bingley. Mr. Bingley, der wurde auch total trottelig dargestellt. Das hat mich total genervt, aber ja, darüber konnte ich irgendwie hinwegsehen, weil ein Musical, allgemein war das Musical, wie ich finde, noch ein bisschen lustiger dargestellt, aber das ist auch irgendwie was so bei Musical oftmals von alleine kommt, weil man eben auch Einblick in die Gedankenwelt von manchen Charakteren hat, wenn sie zum Beispiel ein Lied singen. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, da ist es im Buch so, dass Darcy zu Caroline sagt: "I've been meditating about the pleasure a pair of fine eyes in the face of a pretty woman can bestow." Und im Musical ist es halt so, also er guckt dabei halt zu Lizzie. Und im Musical ist es halt so, dass er mit Lizzie ein Streitgespräch hat und dann geht sie weg. Und dann dreht er sich halt zum Publikum und fängt dann an:
I like her eyes zu singen. Und das ist halt nochmal irgendwie so eine ganz andere Komik, die dadurch entsteht, die halt im Buch natürlich nicht vorkommt und auch in anderen Adaptionen so nicht vorkommt. Aber ja, es ist halt einfach ein anderes Medium, das muss man auch dann einfach bedenken. Und ja, wie gesagt, ich hatte insgesamt viel Spaß. Wem würde ich dieses Musical empfehlen? Auf jeden Fall Fans von Pride and Prejudice, auch wieder Leuten, die vielleicht viele Adaptionen schon kennen und mal noch was anderes sehen wollen. Und ich würde es nicht unbedingt so als Einsteigerwerk empfehlen. Ich glaube, es ist schon besser, wenn man irgendwie schon mehr kennt von der Story, wenn man zumindest irgendwie eine Adaption kennt oder zumindest irgendwie das Buch kennt oder so. Aber ja, es ist auf jeden Fall für alle Fans, würde ich sagen, auf jeden Fall eine gute Adaption, die man sich gerne mal angucken kann. Und jetzt kommen wir zu meinen Top 2 Adaptionen, die zwei Adaptionen, die ich am allerliebsten liebe. Und auf Platz Nummer 2 habe ich The Lizzie Bennet Diaries gesetzt. Das hier ist jetzt ein Zusatzbuch, das es noch gibt. The Lizzie Bennet Diaries ist ja eine Webserie, das heißt, man kann sich das Ganze auf YouTube kostenlos ansehen. Ich verlinke euch auch gerne mal den Kanal unten in der Infobox. Das Ganze hat 100 Folgen, also 100 Hauptfolgen. Es gibt allerdings auch noch so Nebenfolgen, wo wir zum Beispiel andere Charaktere dann noch sehen. Und die kann man oder sollte man eigentlich, gerade wenn man es das erste Mal guckt, noch dazu gucken. Ich habe jetzt in meinem Vlog nur die 100 Hauptfolgen geguckt, weil ich halt diese anderen schon kenne. Und ja, das Ganze ist halt als Fake-Vlog, kann man sagen, so gestaltet. Das heißt, Lizzie Bennet ist halt eine Studentin in dieser Adaption und sie studiert irgendwas mit Medien. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und sie macht halt so einen Vlog, in dem sie immer über ihr Leben erzählt. Und also es sind eigentlich so Sit-Down-Videos. Es wird Vlog immer gesagt, aber Vlog ist ja eigentlich ein bisschen was anderes. Aber es sind solche Sit-Down-Videos, wie ich jetzt gerade mache. Und sie erzählt einfach über ihr Leben. Und dabei kommen auch immer ihre Schwestern zum Beispiel mit ins Bild. Wobei das in dieser Adaption halt nur zwei sind, was ich aber auch eigentlich nicht so schlimm finde. Und ihre beste Freundin Charlotte ist auch immer wieder mit dabei, die ihr halt auch beim Editieren der Videos hilft. Und ja, auch andere Charaktere kommen im Laufe der Adaption dann irgendwann mal vor. Und ja, diese Adaption hat einfach einen ganz wundervollen Charme, wie ich finde. Das Ganze ist halt so, dass, weil ja viele Charaktere nicht on camera gezeigt werden können, machen halt Lizzie, Jane, Lydia und Charlotte immer so Costume Theater. Das heißt, die ja haben halt verschiedene Kostüme immer für bestimmte Charaktere. Also zum Beispiel hat Mrs. Bennet immer so einen ganz großen, richtig auffälligen Hut, den sie trägt. Und Darcy bekommt so ein Newsy-Hat und eine Fliege. Und so stellen sie halt Charaktere dar, die dann eben nicht auftreten können. Aber natürlich tauchen im Laufe der ganzen Webserie auch andere Charaktere immer mal auf. Manche ein bisschen unfreiwillig, manche auch freiwillig und beziehungsweise manche wissen von dieser Webserie und manche nicht. Und es ist sehr, sehr lustig gestaltet. Es ist halt eine sehr moderne Adaption, wie gesagt. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Ich habe diese Adaption schon so oft geguckt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie oft. Bestimmt an die 10 Mal oder so, keine Ahnung. Es macht richtig, richtig großen Spaß und ja, ich kann diese Adaption vor allem Fans empfehlen. Also wenn ihr Pride and Prejudice total liebt und die Lizzie Bennet Diaries noch nicht kennt, dann kann ich es euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Aber auch vielleicht ja einfach Jüngeren, die bisher noch nicht so den Zugang zu der Story gefunden haben, die vielleicht das mal versucht haben zu lesen oder irgendwie irgendeinen Film geguckt haben und den aber so okay nur fanden oder so, den könnte ich das vielleicht auch empfehlen, weil es eben nochmal ein ganz anderes Bild von Pride and Prejudice gibt. Und ich muss auch sagen, dass ich viele von den Charakterentwicklungen, die sind ein bisschen anders teilweise als im Buch, finde ich aber sehr, sehr gelungen. Obwohl das halt abweicht von der Originalstory, finde ich das sehr, sehr passend, weil es halt eben auch in diese moderne Adaption passt. Und es wird hier natürlich auch zum Beispiel nicht so viel vom Heiraten geredet, sondern es geht statt Heiraten viel um ja, Beziehungen im Allgemeinen, aber halt auch eben zum Beispiel viel um Jobs und die Zukunft. Und das finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Und ja, deswegen ist das mein Platz Nummer 2.
Und mein Platz Nummer 1. Und ja, jeder, der irgendwie sich mit Stolz und Vorurteil auskennt, der wird jetzt wahrscheinlich wissen, welche Adaption bei mir ganz, ganz oben steht. Es ist natürlich die 1980er-Version von BBC. Das ist die Adaption, durch die ich damals auch zu Pride and Prejudice gekommen bin. Das war die Adaption, die ich damals mit meiner Freundin geguckt habe, als ich so 18, 19 ungefähr war. Und durch die ich einfach Pride and Prejudice lieben gelernt habe. Und ich glaube, natürlich ist auch bei mir so ein Nostalgiefaktor dabei, weil es halt eben die erste Adaption war, die ich gesehen habe. Aber ich glaube, auch so ist es einfach irgendwie die perfekte Adaption, weil es ist auch wieder eine Miniserie. Es sind 6 Folgen à 60 Minuten. Nein, 6 Folgen à 50 Minuten, also insgesamt 5 Stunden so. Und es ist dementsprechend natürlich auch sehr, sehr nah am Buch. Auch die Dialoge und so sind sehr, sehr nah am Buch und sehr, sehr nah an den Originalzitaten. Die Kostüme sind sehr, sehr original, sehr, sehr nah am Original. Und die Charaktere sind für mich perfekt umgesetzt. Ich liebe Colin Firth als Mr. Darcy. Für mich ist Colin Firth der einzig wahre Mr. Darcy und da gibt es keine Diskussion. Also er verkörpert diese Rolle einfach so perfekt. Und Jennifer Ely als Lizzie finde ich auch einfach so, so perfekt. Also ich liebe diese beiden, ich liebe sie zusammen, ich liebe sie einzeln. Es ist für mich einfach die perfekte Adaption. Sie hat halt auch die richtigen Emotionen, die zum Beispiel der 1980er-Version eher so ein bisschen fehlen. Und das macht einfach diese Adaption für mich zur perfekten Adaption. Und ja, wem würde ich diese Adaption empfehlen? Eigentlich allen. Egal, ob ihr Stolz und Vorurteil noch gar nicht kennt, so wie ich. Ich bin, wie gesagt, habe das damals auch, das war meine erste Begegnung mit Stolz und Vorurteil und ich bin total, ja, schockverliebt gewesen. Also egal, ob ihr Stolz und Vorurteil noch nicht kennt, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr vielleicht schon irgendwie zum Beispiel die 2005er Version schon gesehen habt oder so. Egal, ich würde diese Adaption wirklich jedem empfehlen, der Interesse an Stolz und Vorurteil hat. Egal, ob er die Story schon in irgendeiner Form kennt oder nicht. Weil es einfach eine sehr, sehr, ja, packende Inszenierung ist. Also es ist einfach, es hat einfach alles aus dem Buch und es ist trotzdem emotional und es ist trotzdem richtig, richtig toll umgesetzt mit tollen Charakteren. Ich kann gar nicht genug, also ich liebe diese Adaption einfach und ja, deswegen ist das auf jeden Fall mein Platz Nummer 1 bei Adaptionen von Pride and Prejudice. Und das waren alle Adaptionen, über die ich heute sprechen möchte. Denn wie gesagt, es gibt noch so, so viel mehr. Es gibt zum Beispiel noch Pride and Prejudice. Das ist so eine Bollywood-Adaption. Dann gibt es natürlich noch den Film aus 1940, der sich eher so vom Look an Gone with the Wind orientiert. Und dann gibt es noch Pride and Prejudice and Zombies. Das ist eher so eine Horrorversion. Habe ich alles nicht gesehen. Beziehungsweise vom 1940er Film habe ich mal so ein paar Ausschnitte gesehen. Aber das hat mir irgendwie auch schon gereicht. Und es gibt auch viele, viele andere Musicals noch. Wie gesagt, da kommt auch irgendwie gefühlt jedes zweite Jahr ein neues raus. Und ja, es gibt so eine Vielfalt an Filmen über Pride and Prejudice. Wenn ihr irgendwie vielleicht noch eine andere Adaption gesehen habt, dann könnt ihr mir das da gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dann gucke ich da vielleicht auch mal vorbei. Und ich bin auch tatsächlich mal überlegen, ob ich dieses Format, also mit so einer Miniserie, wo ich halt verschiedene Adaptionen zum Beispiel zu einem Buch betrachte, noch zu anderen Büchern machen soll. Es gibt zum Beispiel noch Emma, das würde sich sehr anbieten, weil zu Emma gibt es eben auch Emma Approved, das ist auch so eine Webserie. Es gibt ein Emma Musical, was man streamen kann. Es gibt zwei große Hollywood-Filme. Es gibt eine sehr, sehr tolle BBC-Verfilmung. Und deswegen, ich bin nicht am Überlegen, ob ich das vielleicht mit Emma demnächst auch noch mal mache. Ich bin aber auch überlegen, ob ich noch mehr Videos zu Stolz und Vorurteil mache, weil es gibt halt auch noch Bücher, die sich mit Stolz und Vorurteil auseinandersetzen, beziehungsweise die so Stolz und Vorurteil irgendwie weiterführen oder irgendwie ja so einen Twist haben bei Stolz und Vorurteil. Da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich irgendwie was in die Richtung noch machen soll, weil da hätte ich, glaube ich, auch irgendwie total Bock drauf und auch da könnt ihr mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr generell Interesse an sowas habt, was ihr gerne sehen würdet. Lest ihr überhaupt Klassiker? Habt ihr Stolz und Vorurteil schon gelesen?
Haut es alles unten in die Kommentare rein. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass euch diese kleine Videoreihe gefallen hat. Und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.